Ketten? Sie ist erstklassig. Enttäuschung, Infiltration, Exfiltration. Spezialeinheit. Aiden Versio. Inferno-Trupp. Commander Versio. Wo ist hier, was? Schauen Sie mich an. Wir zwei sollten reden. Deshalb bin ich hier. Sie haben den Aktivierungscode und ich kann Ihnen vielleicht helfen. Also her mit dem Code. Wir könnten jemanden wie Sie wirklich brauchen. Eine Hand wäscht die andere. Es ist ganz einfach. Ich kriege am Ende sowieso, was ich will. Meine besten Techniker hacken gerade ihren Druiden, also... Mein Angebot steht. Ich will nur den Code. Es ist Zeit fürs Imperium. Gehen Sie nicht mit ihm unter. Sie haben recht. Die Zeit des Imperiums ist gekommen. VZ 626. VZ 626. Was haben wir hier? Einen taktischen Droiden ID-10. Du bist viel moderner als der ID-9. Dich zu hacken wird nicht einfach. Ich rate eher zu weniger invasiven Schritten. Nur leider haben wir den Zugangscode des Droiden nicht. Ich rate Ihnen dazu, den Code zu beschaffen. Daran arbeitet der Captain im Zellentrakt. Bis dahin kommen wir nur an die Daten des Droiden, wenn wir seinen Speicherkern aus ihm rausholen. Laut Analyse wurde dieser ID-10 mit einem Elektrostupser modifiziert. Der nichts tut, solange der Droide deaktiviert ist. Bis er den Zugangscode hört, unternimmt der ID-10 gar nichts. Lass mich einfach in Ruhe arbeiten. Verstanden. Ich werde schweigen, bis Sie diese taktische ID-10-Einheit fertig zerlegt haben. Droide, führe den Plan durch. Hol die Schiffspläne aus ihren Computern und komm dann zu mir. Achtung, Crew! Feindlicher Droide läuft frei herum. Brauche sofort Verstärkung. Das würde ich sagen, wenn mich jemand hören könnte, was nicht der Fall ist. Ich muss wirklich sagen, dass ich dich nicht mag. Gar nicht. Hätte ich meine Beine, dann nicht anfassen. Das ist verboten. Thank you.
aus, Droide. Du machst dir zu viel Sorgen. Wirklich? Weißt du, wer in unserem Zellenblock sitzt? Jemand Wichtiges vom Imperium. Spezialeinheit. Ganz genau. Das gefällt mir. Was? Die Lüftung schon wieder. Endor ist wirklich nichts Besonderes. Stimmt genau. Warum bauen sie dann den neuen Todesstern dort? Schon mal vom Sanktuariummond gehört? Nein. Das ist der Grund. Der Waldmond Endor ist nicht gerade bekannt in der Galaxie. In aller Ort, um etwas Großes zu verstecken. Naja, aber da wird Geschichte geschrieben. Bald kennt die ganze Galaxis Endor als den Ort, wo das Imperium untergegangen ist. Hey, wie läuft's mit der Entschlüsselung? Das Oberkommando erwartet Ergebnisse vor Endor. Dauert länger als erwartet. Die Verschlüsselung ist überraschend komplex. Ich gebe mein Bestes, kann aber nichts versprechen. Ich geb's weiter. Thank you.
Nachricht von Heimat 1 müsste gleich vertragen werden. Ob wir wohl endlich zum Rest der Flotte stoßen werden? Vermutlich. Es dauert etwas zu verbreiten. Vor allem, wenn du nicht weißt. Commander Versio, genau zur richtigen Zeit. Bin unterwegs zur Kommunikationszentrale. Verstanden. Sobald die gestohlene imperiale Nachricht zerstört ist, fordere ich die Exfiltration an. Hey, genug jetzt. Du bleibst da drin bis nach Endor. Dann überlegen wir uns, was wir mit dir machen. Also bis dahin, setz dich und sei ruhig. Die Rebellen, dass sie gefangen werden wollten? Nicht mal im Traum. Naja, das ist ja ziemlich unkonventionell. Wir hätten ihr Schiff einfach sprengen sollen. Zu auffällig. Damit das hier klappt, müssen wir subtil vorgehen. Ich verstehe, Commander.
Du musst was hacken. Hier spricht Admiral Akbar. Ich rufe die Invincible Faith. Sie wissen mittlerweile von dem Signal, das Allianzschiffe ins Galan-System leitet. Dadurch lenken wir die Aufmerksamkeit des Imperiums von Sanost ab. Wir sammeln die Flotte zur Vorbereitung unseres Angriffs auf Endor. Kommen Sie mit! Wir brauchen jedes Schiff für einen entscheidenden Schlag gegen das Imperium. Die Rebellen glauben immer noch, wir haben keine Ahnung von der Sullust-Sache. Sie wissen nicht, was sie auf Endor erwartet. So muss es auch bleiben. Wenn die Rebellen die Nachricht entschlüsseln, bevor ich sie lösche, ist alles verloren. Es ist soweit. Wir fliegen nach Sullust und stoßen zum Rest der Flotte. Die Koordinaten vom Captain sind da. Bereiten wir den Hyperantrieb vor. Ist das ein Flug? Können wir das imperiale Signal noch mal checken? Wir haben kaum noch Zeit. Wohin wurde ich angeführt? Ich gehe da nicht mehr rein. Gefunden.
warten wir auf den Rebellenangriff. Löschung erfolgt. Die Rebellen werden nichts finden. Achtung! Ein imperialer Häftling ist geflohen. Sie ist extrem gefährlich. Findet sie! Agent Hask, es wird Zeit. Beginne Vorbereitungen. Ich nehme einen Blaster und gehe zum Exfiltrationspunkt. Wir haben sie! Sie ist eingesperrt! Halten Sie den Häftling auf, bevor sie abhaut! Vorsicht vor dem Frieden! Macht sie nicht den Kopf! Bin unterwegs. Ikorus auch. Yeah.